Ah, sie ist wieder in der Zelle? Wow. Ah ne, die Tür ist offen, okay. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Kann ich mit ihm kurz reden? Okay. 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 Wir gehen nicht. Oh mein Gott. Aber er sah doch normal eben aus. Könnt ihr sich immer hin und her verwandeln? Man hat das einfach nur nicht richtig gesehen. Okay. Tschüss, Max. Ich verpiss mich. Meine Güte. Oh Mann. Naja, hier ist das Badezimmer, man sieht's. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Können wir einen Snickers mitbringen, Max, wenn ich einen finde? Der Kopf hat doch bestimmt irgendwas hier. Das sieht doch schon so nach Kantine aus. Alles so. Der Kopf wäre auch dumm, wenn er die Türen alle offen lassen würde. Oh, der Wagen. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden uns würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht, aber vielleicht sind sie doch gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Ja. Was war das gerade? Okay, da können wir auch noch rein. Alte Faxgerät. Was versteckst du, Travis? Du bist ja jetzt bon. Was? Ach, gut, dass man das so schön lesen kann. Ein Brief, der die Verantwortlichen des Bizarre- oder Banal-Podcasts auffordert, ihre Nachforschung in Hackett's Curry einzustellen. Mhm. Okay. Haben sie aber anscheinend nicht. Obwohl die anderen Leute, das sind ja auch nicht ein paar Tage später ja auch nur da gekommen. War der Podcast schon längst draußen? Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten? Genau, noch nach oben. Und seine Bürotür war, oder ist hier oben sein Büro? Ich weiß es gar nicht. Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Ah, komm. Nix. Gott, wie, warum sieht denn das hier so aus? Es hat einen 3D-Druck. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Oder verbrannt. Ah, verkohlt. Dieser alte Sheriffstern wurde durch Feuer stark beschädigt. Gehört er dem jetzigen Sheriff oder seiner Vorgänger? Kann man bestimmt auch nicht mehr so richtig lesen. Ich meine, der jetzige sieht nicht sonderlich verbrannt aus, deswegen wird wahrscheinlich eher ein Vorgänger sein.
Vollmond. Geburtstag. Da hat irgendwer Geburtstag. 7. Juli. Oh nein, ich wollte gar nicht rausgehen. Ich dachte, da wäre wieder eine Karte oder so. Nee, gehen wir nochmal rein. Darf ich nicht? Doch. Also die Spritzen. Damit muss er mich betäubt haben. Ich versteck's in der Zelle. Wenn da überhaupt noch was drin ist? Ich sollte schlafen. Ja, wir müssen aber unten noch gucken. Gefühl, dass er auch jeden Moment zurückkommen könnte. Ich glaube, die Musik macht es nicht besser. Oder Max bricht noch aus. Kann natürlich auch sein. Okay, Oma. Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Könnte der Typ sein. Oh, haben wir noch was übersehen? Hier. Anne Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? Der Typ sein. Tag und Monat nur kein Jahr. Na los, Laura. Ich kann mich ja noch mal umgucken, ob wir irgendwo noch ein Jahr finden. Also hier ist erstmal nix. Ich glaube, hier stand das wahrscheinlich. Ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Das ist erschöpft. Okay. Wir brauchen aber noch das Ja von ihm. Wir waren doch überall. Oh, kommen wir später nochmal zurück. Das kann auch sein. Ah, hier. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie vor kurzem eine Folge Ihres Podcasts veröffentlicht haben, in der es um die Stadt Northkill und insbesondere um Hackett's Quarry geht. Wenn ich in dem Kontext richtig deute, befasst sich diese Episode mit dem Mysterium eines Geistes in den Wäldern. Auch wenn die Idee an sich völlig absurd klingt und, wie Sie sicher wissen, keine Geister existieren, muss ich Ihnen hiermit mitteilen, dass die Eigentümer von Hackett's Quarry Bedenken geäußert haben, dass derart geschmacklose Geschichten den Umsatz ihrer zahlreichen Geschäftszweige schädigen könnten, darunter auch den Hackett's Quarry Summer Camp.
welches sich als sichere und kindgerechte Umgebung für Kinder aus dem ganzen Land versteht. Vor diesem Hintergrund muss ich Sie dazu auffordern, diese Episode des Podcasts zurückzuziehen und jegliche weitere unangemessene Berichterstattung rund um Hackett's Quarry zu unterlassen. Sollten Sie diesem Wunsch nicht entsprechen, werden die Eigentümer des besagten Grundstücks nicht davor zurückscheuen, rechtliche Schritte einzuleiten. Bitte verstehen Sie diesen Brief als förmliches Ersuchen im Sinne des Interessen beider Seiten. Hochachtungsvoll, Mr. Cobb. Boah. Was haben wir übersehen? Da hängt noch ein Bild an der Wand. Oh, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht drin, oder? Ah. Muttersöhnchen. 56. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Nice. Cool, hätten wir das auch. Oh, mag ich diesen Raum übersehen? Wir waren doch hier oben schon. So, jetzt aber schnell. Bevor er gleich wiederkommt. Fuck, ja. Wow. Wie langsam dieser Rechner ist. Heard of this? Was? Gotta shut it down. Can you handle it for me, Chris? Ah. Es gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Aber dann begegneten sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn. Und wir haben eine verkohlte Marke gesehen. Oh oh. Hm. Was war das denn? Omi. Will er noch nur die Wahrheit rausfinden? Bizarre oder banal? Cool. Hätten wir das auch. Gebrannt haben muss es auf jeden Fall. Schauen wir mal, was Max macht. Ich habe leider keinen Snickers gefunden. Gott, geh da bitte nicht so nah ran. Ich will schon wieder einen Jumpscare haben. Thank you.
wir gehen schlafen. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Die Türen waren verschlossen. Wir haben was zu klären. Beides. Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Bin ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Na gut, dass wir die Spritze weggepackt haben. Glücklich? Ich mache uns Kaffee. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Oh, jetzt können wir ihn von hinten ausstechen, aber dann kommen wir immer noch nicht raus. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. Ja, sie will auch Tierärztin werden. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du? Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Also doch kein Sheriff. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Was ist mit ihrer Familie? Naja, Chris braucht dort Camp weiter und Kaylee ist tot. Keine Ahnung, was der Junge macht. Was ist mit ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist.
Was soll das bringen? Also, sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Oh Mann. Red halt noch mystischer. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Ich hab mich in deinen Computer reingehackt oder so. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Verbieren. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Aber das ist die Quelle. Lies weiter. Ja, nee, das merkt er doch, da ist sein Arm dran. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt so dann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Das hätten wir bei Nick machen müssen. Begreifst du es langsam? Ja. Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat, und zwar mit Silber. Ja. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Das glaube ich dir. Warum haben sie es nicht umgebracht? Hat er mich infiziert? Ich glaube, dann hättest du dich schon längst verwandelt. Wenn sie all das wissen, warum haben sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, es ist... Kompliziert? Nein, scheint es so. Ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Hängt da die Familie dran? Wahrscheinlich, wa? Deswegen will er den nicht erschießen. Genauso wenig wie Nick erschießen wollte. Ich sehe schon. Was ist der Plan? Ich glaube ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zynisch sein sollte. Ich weiß schon, kann mir schon vorstellen, was dahinter steckt, aber warum zuckelt sie eigentlich so? Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Sie hat doch noch nicht mal angefangen. Wie auch? Sie sitzt... Ja. Wird's auch nicht, wenn sie da weiter drin sitzt. Meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Aber hey, er ist ein bisschen netter jetzt. Ich meine. Im Bilde? Einfach alle den Kopf kürzer machen, da wäre auch eine Idee.
Aber man muss ja die Quelle finden. Ich glaube, dann kannst du die anderen vielleicht auch noch retten, weil die dann vom Fluch befreit sind. Deswegen wollte er den da im Keller wahrscheinlich auch nicht umbringen, weil er irgendwer... Ich will ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es... ...von der Familie ist wahrscheinlich. ...nicht gesehen hätte. Also kann Nick auch noch leben. Yay! Aber nicht alle umgebracht. Ich glaube ihm, ich bin nicht sicher. Naja, ich meine, wir haben da noch eine Spritze in der Wand, ne? Falls irgendwas passiert. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Entweder dort, oder er sitzt weiter in der Zelle. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich habe das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Du hast keine Kontrolle. Ich bezweifle auch, dass man als Werwolf-Bär da Kontrolle hat. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber... irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gebissen, Chris. Was soll ich denn machen? Du hast ein Gebissen. Oh. Nein! Wir müssen aufpassen. Es wäre viel schlimmer. Shit. Also ist Chris der Werwolf hier. Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max. Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Das macht auch Sinn. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deswegen wollte er unbedingt wegfahren von den Kids. Von dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. Oh. Und er will seinen Bruder nicht umbringen. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Fuck. Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis Waffe. Shit. Und töte Chris Hackett. Hey, hey, Hilfe! Laura braucht Hilfe! Turns. Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt. Was zur Hölle ist dir los? Laura! Das ist aber sehr offensichtlich da in deiner Hand.
Jetzt bleibt der Kopf mal ein bisschen in der Zelle. Mist. Mist. Wirkt aber schnell. Nicht, dass der nur so tut. Oh ja, die Waffe. Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja. Oh je. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Da würde ich jetzt nicht hingehen. Alle Werwölfe oder wie? Eigentlich müssen wir ja nur die Quelle töten. Aber so ein Werwolf legt ja normalerweise jetzt kein Feuer, oder? Hier ist keiner drin. What the fuck? Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Ich würde sie trotzdem mitnehmen. Hey. Ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Erst wenn Chris tot ist. Körperlich frei schon mal, ja. Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir können bald nach Hause fahren. Und wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Aber wer weiß, wo der sich eigentlich jetzt rumtreibt, ist eigentlich weggefahren. Und ahnt es wahrscheinlich auch. Aber wenn der Polizist sein Funkgerät noch hat. Vielleicht kann er seinen Bruder auch noch anfangen oder ein Handy oder so. Das hätte ich ihm alles abgenommen. Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn. Wasser und so. Das war Max. Das war's. Meine Story. Streit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel? Also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob... Er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Sie sind nicht mehr dort. Es geht ihnen sicher gut. Hast du die gesehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber kann ja ehrlich sein. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten.
nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Das war gar nicht Chris, sondern seine Tochter? Kann man ihren vertauschen? Oder hat seine Tochter auch schon gebissen, ey? Ist schon ganz Rudel geworden. Deswegen waren Tochter und Sohn auch nicht da, weil die auch Werwölfe sind. Die ganze Familie ist im Brunnen. Jetzt weiß ich, was der Kopf meint. Mhm. Außer der Kopf selber. Jetzt ergibt alles Sinn. Wow. Hätte man ja irgendwie als letztes irgendwie erwartet. Max? Jetzt ist es noch schader um Abby. Hat gar nicht gedacht, dass die sich noch zurückverwandeln oder so. Max! Max! Hallo? Max sagt gleich Hallo. Aber ist dir das nicht aufgefallen, dass das die Tochter war? Hat sich ja wieder zurückverwandelt. Ah, rein ins Boot. Die mögen ja kein Wasser. Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso? Die ganze Familie. Hat dich Max dann nicht getötet? Bist du von der Zeugen? Oh. Ja gut. Wie lange hat sie noch Zeit? Shit. Obwohl doch, wenn sie Chris umbringt, wenn sie es bis dahin schafft, dann verwandelt sie sich vielleicht noch nicht. Nicht, dass sie jetzt erschossen wird von den beiden. Ach, Leute. Ich will auch nicht, dass sie sich nachher verwandelt und die anderen sich dann so denken, what the fuck? Ich meine, ist ja noch nicht so lange her, ne? Das war ja eben erst. Mit Nick hat es ja auch einige Stunden gedauert. Oh, ich weiß halt auch nicht, wann wir Chris wiedersehen. Ich meine, ich weiß nicht mal, wo Chris ist. Er ist weggefahren. Ich möchte eigentlich, dass sie auch überlebt. Ich glaube, ich mache mal eine kurze Pinkelpause. Und entscheide dann. Bin gleich wieder zurück. Ich glaube, es war keine gute Idee, bei 33 Grad die PS5 anzuschmeißen. Das war mir drin, ey. So. Ich habe ein bisschen überlegt gerade. Also ich glaube, ich möchte schon ehrlich sein. Hoffe aber drauf, dass die Jungs nicht direkt auf sie schießen, weil es dauert ja immer so ein bisschen, bis die sich verwandeln. Oh, das kriegt man ja doch schon mit, hat man bei Nick gesehen. Ist ja nicht so, als wenn die sich innerhalb von 2 Sekunden plötzlich verwandeln.
hoffe, die rasten jetzt nicht aus, ne? Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Naja, komm. Ach, Mann. Mann, sie verwandelt sich halt nicht mal. Gerade jetzt. Im Moment. Uns bleibt nicht viel Zeit.